Hi liebe Zuschauer, Abonnenten und Hip-Hop-Fans, heute gibt es mal einen aus dem JBB bekannt gewordenen Rapper, der eigentlich zuvor schon bekannt war. Nein, es ist nicht San Diego, sondern SpongeBoss. Viele von euch haben sich ein Unboxing gewünscht und ich finde die Songs eigentlich gut, da ihr direkt vorbestellt und euren Wünschen nachgegangen. Meine Güte, was bin ich ein geiler YouTuber. Ja, Wünsche immer in die Kommentare posten. Es sind noch einige Boxen auf Amazon vorhanden, besonders für Cannabis-Fans sehr zu empfehlen. Link in der Beschreibung unterhalb des Videos, draufklicken und kaufen und den netten Künstler unterstützen. Die Box wird, wie von Amazon gewohnt, sicher in einer eingeschweißten Folie geliefert. Die müssen wir zunächst entfernen, um an das Plankton-Weed zu kommen. Die Box hat die Größe der Chakusa-Exit-Box. Das Album nennt sich Plankton-Weed-Tape und behandelt somit teilweise fiktives Weed. Der Inhalt hat genügend Platz in der Box. Auf der Vorderseite sehen wir SpongeBoss, Patrick Bang und ein weiterer junger Mann. In den Ecken ist das beliebte Cannabis-Logo zu sehen. Das Bild wirkt sehr düster, kriminell und ruhig. Auf der Rückseite sehen wir das Logo als Grundlage. Oben, unten und an den Seiten ist ebenfalls nur das Logo zu erkennen. Etwas auffällig ist dieses Cannabis-Logo mit Plankton-Weed-Schriftzug an der Seite. Mir fällt positiv auf, dass die Box komplett auf Plankton-Weed ausgelegt ist und somit einheitlich designt wurde. Geliefert wird das Album, eine gedruckte Autogrammkarte, ein Poster, ein Feuerzeug, Papers, Tipps und ein T-Shirt in Größe L. Fangen wir mit der CD an. Die Hülle ist meiner Meinung nach sehr hochwertig verarbeitet. Vorne ist das gleiche Logo der Box aufgedruckt. Auf der Rückseite wurde das grüne Cannabis-Logo genutzt. Einmal aufgeklappt, geht das Design direkt weiter. Im Inneren sind Booklet und CDs sauber eingelegt. Zu sehen ist das Booklet, das Album, eine Instrumentals-CD und natürlich eine God of Battle-CD. Alle CDs sind einheitlich designt, was mir sehr gefällt. Schauen wir kurz ins Booklet. Über das Autogramm habe ich mich sehr gefreut, allerdings handelt es sich wie bei Kool Savasch um ein gedrucktes Autogramm und hat somit für mich persönlich keinen Wert. Wie ich bei der Trailer Park Box namens Crack Street Boys 3 schon sagte, habe ich keine Ahnung von Drogen und musste recherchieren. Hierbei handelt es sich um Tipps, die als Filterersatz dienen. In den Papers wird das Plankton Weed vorzugsweise mit Tabak gemischt und mit Hilfe des Plankton Weed Feuerzeugs angezündet. Wer baut, der haut, habe ich mir sagen lassen. Die Produkte sind im Plankton Weed Stil designt und gefallen mir sehr. Das Feuerzeug finde ich richtig geil. Es ist selbstverständlich kein Zippo, aber auch kein billiges Feuerzeug. Die Qualität ist gut und das Logo passt perfekt auf das Feuerzeug. Das Poster hat zwei bedruckte Seiten und ist im Gegensatz zu vielen anderen Boxen sehr groß. Der Druck ist klar und deutlich. Auf der Vorderseite sehen wir wieder das Logo der Box. Auf der Rückseite ist ein Schriftzug zu sehen. Mir gefallen beide Seiten. Das schönste T-Shirt, was ich aus einer Box besitze, ist aus der Exit-Box von Chakusa. Platz 2 erhält jetzt definitiv dieses SpongeBoss-T-Shirt. Das Logo gefällt mir sehr gut und ist sauber aufgedruckt. Ich kann auch keinen Chemiegeruch riechen. Der Stoff ist etwas dünn, dafür gut verarbeitet. Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass ein bekannter Rapper hinter SpongeBoss steckt, war ich trotzdem über die Box überrascht. Ich habe eigentlich eine billige Box mit billiges Zubehör erwartet. Allerdings besteht die Box ausschließlich aus hochwertigen Materialien. Außer das Autogramm, das ist leider nicht echt und hätte man sich wie bei Märtyrer sparen können. Die gesamte Box ist auf Plankton-Weed bzw. Weed ausgelegt und wurde sehr schön designt. Kauft euch die Box auf Amazon, Links sind in der Beschreibung. Für euch Verschwörungstheoretiker, die Box ist gar kein Album, es handelt sich um ein Drogen-Starter-Pack. Wenn ihr Unboxing-Wünsche habt, dann schreibt sie in den Kommentaren. Checkt meine anderen Unboxings aus und kauft euch die Musik, um die Künstler zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war wieder euer Chris und bis zum nächsten Mal. Du fetter Hurensohn.